Guten Morgen, meine lieben Freunde. Heute habe ich mich entschieden, den Tag mit zu vloggen, denn ich habe die erste Woche nur damit verbracht, viel zu fressen. Heute wollte ich den Tag gerne so ein bisschen vloggen, damit ihr sehen könnt, was ich hier so mache, was ich hier unternehme. Es gab so viel zu tun, auch in der letzten Woche. Ich habe so selten auch mein Handy in der Hand gehabt, weil einfach so viel war. Und wisst ihr, was ich die erste Woche gemacht habe? Die erste Woche, ich habe so vieles bestellt. Also das jetzt ist für Nael. Aber ich bin wirklich mit gar nichts hergeflogen. Mein Koffer war leer. Ich hatte nur ein paar Mitbringsel mit. Guck mal hier. Oh, das ist Müll. Keine Ahnung, warum das hier liegt. Aber hier alles. Das ist. Oh, das riecht so gut. Das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Das habe ich von Zara. Und das ist so ein gutes Parfüm. Das hier wollte ich gerne mitnehmen. Meine Freundin hat mir das gegeben, aber hat sich herausgestellt, ich darf das gar nicht mitnehmen. Die werden mich sonst aussortieren, eventuell bei einer Kontrolle und müsste dann Strafe für zahlen. Deswegen lasse ich mir das irgendwann später mal verschiffen mit einem großen Karton. Hier seht ihr zum Beispiel Schokolade. Ich lebe hier momentan wie ein Tier. Hier sind Sachen für Daylin und Nae. Und das ist so scheiße günstig. Ich erinnere mich noch, als die Leute gesagt haben, ja, du musst mal nach Deutschland kommen, dann wirst du sehen, wie teuer die Preise sind. Aber Leute, ich verarsche euch nicht. Die Preise sind so scheiße günstig. Selbst die Lebensmittel sind immer noch viel günstiger, als was ich gewohnt bin. Und jedes Mal, wenn ich in den Supermarkt reingehe, ich kann mich nicht entscheiden, was ich essen soll. Ich denke mir, boah, geil, das will ich essen und das will ich essen und das will ich essen. Ich habe aber ein Paket erhalten von Temu. Ich habe mir ein paar Sachen bestellt. Ich wollte ehrlich gesagt mein Paket gerade auspacken von Temu. Ich habe mir schon aufgemacht. Ich wollte gucken, was hier so drin ist. Ich habe einmal so einen Selfie-Stick, weil ich habe ganz oft mein Handy auf der Fläche stehen und ich mag das sehr gerne. By the way, ich habe sogar ein neues Handy gekauft. Endlich. Endlich habe ich die Möglichkeit. Ich brauche unbedingt noch eine neue Kamera. Also das hier, Freunde, ist sehr, sehr praktisch für mich. Ich habe das bekommen. Guckt mal, ein im Labor gefertigter Diamant. Ich bin so gespannt, wie das jetzt von innen aussieht. Oh mein Gott, enttäuscht mich nicht. Warte. Wow, das sieht wirklich voll gut aus. Könnt ihr das erkennen? Der sieht wirklich so gut aus. Guck mal, wie gut er sich in meiner Hand trägt. So ein schöner Ring. Sieht in echt genauso aus wie bei Temu auf der Website. Ich bin voll begeistert. Das gefällt mir richtig. Was gab es noch dazu? Dann habe ich mir noch Modeschmuck gekauft. So sieht das aus. Sieht richtig hübsch aus. Sieht man das? Voll schön. Die sind auch richtig cute. Die wollte ich tragen gerne auf. Also ich bin ja Brautjungfer. Ich habe mein Brautjungfernkleid noch nicht gesehen. Egal, wir vloggen das alles noch. Ich habe ein richtig schönes Brautjungfernkleid und ich wollte unbedingt noch den Schmuck dazu tragen. Das ist so eine Halskette. Das ist so geöffnet. Ich kann mich immer noch nicht entscheiden, ob ich meine Haare geschlossen tragen werde oder offen. Aber ich habe mir so einen Wax-Stick gekauft. Bei Temu gab es das, glaube ich, für 3 Euro. Ich habe etwas bestellt. Etwas, was so marokkanisch aussieht. Und das werde ich erst tragen, wenn ich geschminkt bin. Ich muss mich sowieso jetzt fertig machen. Ich zeige euch das im Anschluss. Guck mal, ich habe zwei Kleider gekauft und ich wusste nicht, welches Kleid ich nehmen soll als Brautjungfer. Und ich hatte Kleid Nummer 1 und Kleid Nummer 2 zur Auswahl. Und ich glaube, das hier passt sehr gut zu Kleid Nummer 1, weil ich habe mich am Ende für Kleid Nummer 2 entschieden, das auf der Hochzeit anzuziehen. Ich habe dann noch das hier, das versuche ich gerade aufzumachen. Das werde ich mitnehmen nach in die Domrep, weil ich brauche genau sowas zum Arbeiten, wenn ich meine Videos mache. Ich schminke mich jetzt schnell. Mach meine Skincare-Routine erstmal. Und dann zeige ich euch, wie ich aussehen werde mit diesem hübschen Kleid. Wie schön das aussieht. Also ich würde das natürlich jetzt nicht für den Alltag tragen. Aber wenn ich vielleicht mal mit Darlene in Punta Cana ist sowieso international. Wenn wir vielleicht zusammen ausgehen abends, dann würde ich das auf jeden Fall tragen. Es ist ein bisschen zu kurz und es könnte meiner Meinung nach ein Ticken größer sein. Ich trage momentan gar nichts anderes. Es ist einfach kalt. So. So sieht es aus. Es regnet meistens, sieht so düster und bewölkt aus. Heute ist der nächste Tag und wisst ihr, ich habe eine
zweite Bestellung, eine zweite Teilbestellung bekommen. Ich muss dieses Video jetzt an das gestrige anknüpfen, damit das einen Sinn ergibt, weil ich dachte, ich hätte gestern schon alles bekommen, deswegen habe ich die Produkte gezahlt. Aber ich habe von Temu heute ein zweites Paket erhalten. Ich erinnere mich nicht mehr, was ich alles ausgesucht habe, weil das vor 2-3 Wochen gewesen ist. Und heute kam das andere und ich dachte, oh. Also, damit ihr mal sehen könnt, was ich halt noch bestellt habe. Oh mein Gott. Das habe ich nicht bestellt. Das habe ich nicht bestellt. Was ist das? Also, das ist wirklich, sieht aus wie Barbie-Schuhe. Like, what the fuck? Das ist mir wirklich zu kitschig. Ich erinnere mich nicht, dass ich das hier ausgesucht habe. Ich weiß jetzt schon, dass ich nicht alles mit nach Deutschland nehmen kann. Ignoriert meine Jogginghose, okay? Wow, die sind voll gemütlich. I love it. Ich glaube nicht. Die sieht schick aus. Aber ich schloss euch. Ich erinnere mich nicht, dass ich das ausgewählt habe. Hm. Ohrringe noch bestellt. Die mag ich auch sehr gerne. Die sind tröpfchenformmäßig. Sieht sehr schön aus. Ich glaube, die Ärmel sind wieder zu kurz. Mein Akku ist gleich leer. Was zur Hölle? Ich erinnere mich gar nicht, dass ich das alles bestellt habe. Oh, wow. Das hier blende ich euch auch nochmal an der Seite an, wie das aussieht. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Geschmackssache. Aber ich liebe marokkanische Kleidung. Das sieht wahnsinnig schön aus. Und ich habe das hier noch. Wow, voll schön. Das ist richtig schön. Und die Cups sind auch mega gut verarbeitet. Ja, also das dazu, Freunde. Ich glaube, jetzt haben wir es. Mehr wird nicht kommen, das war's. Dann ging es, für mich ging es dann direkt los. Für mich ging es dann los. Ihr seht die wunderschöne Landschaft. Ich war auch so fasziniert davon. Als ich in Deutschland gelebt habe, habe ich immer gedacht, oh mein Gott, das sieht so hässlich aus. Aber seitdem ich das so lange nicht mehr gesehen habe, denke ich mir, wow, so schön, die Felder, wow. Keine Ahnung, was mit mir los ist. Naja, danach sind wir, nachdem wir angekommen sind in Hannover City, habe ich mir ein Brötchen gekauft bei Krams. Das war leider kein Halal-Brötchen, aber ich konnte mich auch nicht zusammenreißen. Da ist meine Moral abhanden gekommen. Es gibt Salamis, die eigentlich auch mit Rind sind, aber bei Krams gab es das nicht. Unten am Kröpke, Krams schmeckt sehr gut, sehr frisch. Darauf hat mich meine Freundin gebracht. Bei Bag Factory beißt du dir nämlich fast die Zähne aus. So hart sind die Brötchen. Und ich habe mir dann auch noch eine Brezel gekauft. Die Brezel war auch sehr lecker. Das habe ich auch vermisst. Ich habe eigentlich so viele Sachen gegessen, die ich vermisst habe. Aber so viel konnte ich auch nicht essen, weil ich ehrlich gesagt auch so viel vergessen habe, was man alles essen kann, wie zum Beispiel Schafskäse. Ich habe einfach vergessen, dass ich Schafskäse essen könnte. Naja, und danach sind wir nach oben gegangen. Und dann könnt ihr gleich sehen, wie Hannover Kröpke aussieht. Nicht wirklich besonders schön. Das Wetter hat gar nicht mitgespielt, als ich dort war in den 3 Wochen. Ich nehme diese Memo, by the way, irgendwann später auf, aber ich wollte dieses Video unbedingt noch posten, bevor ich mir wieder denke, nee, ich lösche es. Weil ihr habt mir mal gesagt, poste die Videos einfach und das mache ich hiermit auch. Ich poste dieses Video, deswegen mache ich jetzt die Memo 2 Wochen, nachdem ich schon in der Domrep bin. Das beste Eis macht meiner Meinung nach Giovanni L. in Hannover. Und ich hoffe, dass sie irgendwann expandieren werden. Ich brauche Giovanni hier in Punta Cana, okay? Giovanni, ihr sollt hierher kommen, bitte. Es gibt hier nämlich kein Eiscafé, es gibt hier keine Eisbecher oder was auch immer. Man kann sich halt nur ganz normal Kugel bestellen. Aber ich bin mir so sicher, das wird hier so ein Kracher werden. Vor allem der intensive Geschmack, den man da bekommt. Oh, das war so lecker. Naja, und dann wollte ich eigentlich zur Hunkelmöller rein, wollte aber mein Eis aufessen. Ich war mir nicht mehr sicher, ob man mit dem Eis reingehen darf. Man verlernt auch einfach Dinge, wenn man lange nicht mehr dann in seinem Heimatland war. Bei mir war das der Fall, weil ich weiß, in der Domrep darf ich nicht mit Essen oder Trinken rein. Deswegen habe ich vorsichtshalber einfach draußen gewartet. Und als ich draußen gewartet habe, kam ein 21-Jähriger, der mich klären wollte. Ja, und bei Hunkelmöller habe ich dann 2 BHs gefunden, die ich dann anprobiert habe. Aber ich glaube, im Nachhinein haben sie mir dann doch nicht gefallen. Bei Hunkelmöller gefunden, bin dann gegangen und war dann bei bei DM. Und DM, das sind meine Lieblings-Lipglosse bei DM. Die kann ich euch nur empfehlen. Ich habe mir 2 Stück davon mitgenommen. Einmal das in Transparent und einmal das, was so ein bisschen rot aussieht. Und dann habe ich mich halt durchgeguckt, was es noch so gibt. Und es gibt so viele neue Sachen bei DM. Und was mir sofort aufgefallen ist, als ich wieder in ein DM reingegangen bin, das war, by the way, das erste Mal, dass ich wieder in ein DM reingegangen bin, nach fast 2 Jahren,
Und da ist mir direkt aufgefallen, alles ist super gut beleuchtet, sehr schön sortiert, sieht ordentlich aus. Überall hängen Preisschilder. Und das hat mich einfach für den kurzen Moment sehr, sehr glücklich gemacht, das alles zu sehen. Und das war alles aufgefüllt. Es war einfach alles aufgefüllt. Hat so schön ausgesehen. Und dann habe ich hier die Sonnencreme gesehen und ich dachte mir, ich nehme die Sonnencreme mit. Darauf hat mich mal eine Zuschauerin gebracht. Sie war so süß und hat mir einmal mattierender Sonnenschutz von Nivea geholt. Eigentlich habe ich immer dieses normale benutzt, also wo steht beruhigt empfindliche Haut. Aber sie hat mich darauf gebracht und irgendwie mag ich das sogar noch mehr. Und ja, dann habe ich Pflaster gekauft für Nael. Nael verletzt sich ziemlich oft irgendwo, auch im Kindergarten. Und dann wollte ich ihn so spielerische Pflaster kaufen, kann man das so sagen? Ihr versteht, was ich meine. Und dann bin ich direkt an die Kasse gegangen und habe bezahlt. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich meine Payback-Karte leider in der Daumenrippe vergessen hatte. Anschließend sind wir zur Metro gegangen. Das war auch mein erstes Mal, dass ich bei der Metro war. War ich auch noch nie drin. Es sah sehr groß aus, es gibt mega viel. Und ich war so verblüfft, dass es den dominikanischen Rum dort auch gegeben hat. Und dann auch noch günstiger als in der Domrep. Wie kann das bitte sein? Ich habe mich richtig darüber aufgeregt. Wie kann das sein, dass der dominikanische Rum, der in der Domrep hergestellt wird, günstiger ist als in der Domrep? Günstiger ist in Deutschland als in der Domrep. Wie? Also, ihr guckt euch mal den Normalpreis an. Der Normalpreis wäre in Deutschland 36,99 €. Selbst das kostet hier mehr. Wir haben bei der Metro, by the way, Sachen für die Hochzeit meiner Freundin gekauft, die halt da noch zu dem Zeitpunkt anstand. Und es gab so viel. Also, ich war sehr begeistert von der Metro. Und ich glaube, da können nur Leute kaufen, die im gastronomischen Bereich tätig sind. I don't know. Okay, das war auf jeden Fall mein erstes Mal, dass ich dort war. War cool. Und anschließend sind wir wieder zurückgefahren, waren wir bei Burger King, weil meine Freundin und ihr Mann noch kurz was essen wollten. Ich hatte nicht so wirklich Hunger, weil ich noch mein Giovanni-Eis gegessen hatte. Das lag mir noch im Magen. Ich bin wieder daheim und ich habe mir was gekauft und ich weiß nicht, ob das was bringt. Moskito, sofort Roll-On. Das ist für Nael eher, weil der kratzt sich immer so. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass es so bei ihm Placebo-Effekt ist, wenn ich so tue, als würde ich was draufschmieren. Oder ich tue es, ich schmiere was drauf und dann sagt er, ja, ist jetzt viel besser. Ich habe mir jetzt einfach das geholt, damit er das Gefühl bekommt, okay, das hilft. Obwohl ich glaube, ich persönlich finde, das hilft nicht so. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich halt nicht lange hier bin, dass ich mich irgendwie so richtig tot einkaufen muss. Ich habe das Gefühl, dass mich dieser Materialismus hier gerade richtig befriedigt und glücklich macht. Aber ich weiß, würde ich hier leben, würde es mich wieder richtig unglücklich machen. Aber auf dieser Insel, eben, man, das ist so, manchmal kann man sich nicht entscheiden, dann bekommt man so einen Inselkollaps, wenn man zu lange auf einer Insel lebt. Ich schwöre es euch. Das ist irgendwie. Man kann es mir nicht recht machen. Scheiße. Also, ich wollte gerne mir jetzt eine Frisur machen. Ich wollte meine Haare komplett zusammen machen. Ich habe mir das hier extra gekauft. Ich habe keine Ahnung, ob ich das hinbekomme. Macht man das vorher oder nachher? Guck mal, ich habe ja dieses Teil heute bekommen. Ah, das drückt man so raus. Das riecht voll gut. Okay, wir versuchen das, okay? Ich bin ein bisschen nervös. Ich glaube, ich muss das vorher machen. Also ich habe überlegt, wirklich so einen richtig festen Dutt zu machen. Und zwar, ich glaube, eher auf dieser Höhe. Weil wenn ich den zu tief mache. Oder nee, das muss tief sein, weil sonst sieht das auch wieder scheiße aus. Sieht am Ende aus wie so eine geleckte Kuh. Ich aus, ich sehe einfach aus. Hallo Horst. Was sagen wir zu meiner Frisur? Ich kann gar nicht sehen, wie es von hinten aussieht. Ihr könnt ja das mal beurteilen. Sieht man das? Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Das ist das Kleid, welches ich tragen werde. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Machst du Video?
Ja. Habe ich gemacht. My friends, es ist mittlerweile 12 Uhr oder kurz nach 12. Ich habe geduscht schon. Und wisst ihr was? Ich bin voll in meinem Kaufrausch. Das ist wie eine Sucht. Man kann voll schwer damit aufhören. Ich werde jetzt auf jeden Fall schlafen gehen, Freunde. Und ich weiß noch gar nicht, wann ich das Video hochlade. Vielleicht lade ich noch vorher mein FAQ hoch. Wundert euch nicht, ich habe meine Schiene drin. Das ist meine Schiene, die meine Zähne gerade hält. Ich wollte sagen, ich wollte noch ein FAQ drehen und ich überlege, ob ich das erstmal hochlade, bevor ich das Video hier hochlade. Das sehen wir ja dann, ne? Ich muss sagen, kaufen macht irgendwie Spaß, aber nur für einen kurzen Moment, bis du wieder was Neues kaufst. Durch die Domrep ist mir erst richtig aufgefallen, wie krass ich darauf angewiesen bin, Dinge zu bestellen, dass sie auch zu mir hingeschickt werden und bla bla bla. Das war mir gar nicht bewusst. Ja, also so jemand wie Dalin. Dalin zum Beispiel braucht gar nichts. Er bestellt nie irgendwas im Internet. Keine Ahnung, wie man so überleben kann. Frag mich nicht. Aber bei ihm klappt es ja offensichtlich. Bei mir nicht, okay? Ich bin offenbar ein Sonderfall und nicht normal. Das dazu. Ich werde jetzt mich ins Bett legen und überlegen, was ich als nächstes bestellen kann oder davon träumen. Gute Nacht.